Hallo, meine lieben Löwen! Wir schauen heute in die Karten, was die Energien euch mitgeben möchten für den Monat November 2022. Was darf euch erwarten? Auf was dürft ihr euch vorbereiten, drauf freuen? Wir schauen rein. Was hält der Monat November für die lieben Löwen bereit? So. Ihr wisst ja, dass Entlegung fürs Kollektiv kann nicht für jeden zutreffen und auch die Personenkarten sind geschlechterneutral. Ja, was ich hier sehe, du wirst auf jeden Fall ja, eine Riesenlast für dich selbst auch ablegen. Das ist das, was ich sehe. Dann sage ich, da sind Glücksgefühle im Bett. Ne? Also, das ist ein großes Thema, ne? Wo du vielleicht auch so ein kleines Stück, aber eigentlich zweifelst du überhaupt nicht an dir. Aber irgendwas bringt dich hier ein bisschen auch dazu, ja, dir da Gedanken drüber zu machen. Ja, aber du bekommst ja auf jeden Fall so richtig absolute Anerkennung. Das kann ich dir sagen. Anerkennung in allen Bereichen. Also jetzt nicht nur sexuell, ne? Was ich ja auch sehen kann für dich, ja, also erstmal, was ich im Allgemeinen bei dir sehe, du bist sehr, sehr loyal und sehr ehrgeizig. Also dein Ehrgeiz ist ja auch richtig, kommt hier komplett raus. Du bist sehr begeisterungsfähig und hier wird auch richtig dein Stolz auch hier, was die Sinnlichkeit betrifft, also wird hier richtig auf Hochtouren richtig auffahren und dein Optimismus, absolut, absolut top dein Optimismus, weil hier auch so ein bisschen so eine Last, die du hast, aber durch deinen Optimismus sagst du auch, hey, schaffe ich doch mit links. Hast du auch, du hast das große Glück bei dir. Also da gibt es mal nichts, ne? Hier scheint es auch, dass ein bisschen jemand Kritik ausübt hier in deine Richtung, was dich eigentlich stresst. Wo du in diesen Stressfaktor kommst, wo du sagst, boah, nein, geht mal gar nicht, ne? Und da heißt es auch, zügel dich vielleicht mal ein ganz kleines bisschen, ne? Und schalt hier mal ein bisschen einen kleinen Gang vielleicht hier zurück. Ja, weil da schaut es nämlich so aus, dass das dann schon ein bisschen, ich habe das nämlich hier im Berufsbereich, im Arbeitsbereich auch liegen, Selbstständigkeiten, Aktivitäten, kann auch ein Hobby sein, ne? Ja, was dann vielleicht nicht ganz so in die richtige Richtung geht für dich, aber wenn, dann sagst du dir auch, okay, diese Last lege ich auch von mir ab, überhaupt kein Thema. Dann habe ich hier. Hier kommt auf jeden Fall auch was beruflich ins Haus. Kann auch sein, dass du hier ein Angebot bekommst, vielleicht im Ausland oder irgendwas in Auslandskorrespondenz in diesem Bereich hier auf jeden Fall zu tun. Und was dich aber schon ein bisschen misstrauisch macht, weil du weißt nicht, ob es genau das ist, ob du da auch so gesehen wirst, wie du wirklich bist, ne? Deine Leistung, ja, dass du auch da diese Anerkennung bekommst, wirst du aber. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Dann habe ich ja auch noch liegen, du wirst vor einer Entscheidung stehen, eine Entscheidung auch treffen. Du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und hier sehe ich aber auch, mein lieber Löwe, du wirst auf jeden Fall hier eine Last abwerfen. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, pass auf, also diesen Bereich will ich nicht übernehmen. Das ist so viel. Es macht mich eigentlich kaputt, weil ich da zu viel gebe von meiner Leistung und so weiter. So wäre ich werde nicht gesehen, was mir eigentlich zusteht, meine Leistung auch, vielleicht auch vom Finanziellen, dass dir das nicht so richtig zuteil wird. Und da sagst du, hey, diese Last lasse ich hier mal komplett weg, lege ich ab, ne? Ja, so ein bisschen triggert dich auch hier ein Schattenthema aus der Vergangenheit, das du dir auch anschauen wirst. Das hat hier mit der Liebe zu tun. Und wenn wir jetzt hier im Bereich Liebe sind, sehe ich aber auch, dass hier von deinem Wunschpartner, von deinem Partner, auf jeden Fall, was in deine Richtung auch kommt, was auch hier zuflattert, was eine Verbindung betrifft. Hier sehe ich, hier war eine ganze Zeit lang ein Cut gewesen. Hier kommt auch wieder richtig Bewegung rein. Hier geht es in die Tiefe. Hier festigt sich was, was eure Verbindung betrifft. Hier bist du noch so, wo du dann sagst, soll ich oder soll ich nicht? Ne? Wirst aber hier die Liebe, dich für die Liebe entscheiden, den Weg der Liebe auch gehen. Und raus aus dem Rückzug, weil ich auch dich sehe, dass du raus aus dem Rückzug gehst. Ne? Und auch dein Gegenüber wird aus dem Rückzug, du holst ihn praktisch mehr oder weniger ab aus dem Rückzug. Ne? Und du hast die Führung, das sehe ich hier. Du hast die Führung haben und schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Wenn du in einer Partnerschaft bist, sehe ich ja auch, dass du da auch
ja, diese Symbiose, dieses aufeinander zugehen, ne? Das ist auch eine Last zwischen euch, das hat ihren familiären Bereich auch damit zu tun, was ihr mit der Vergangenheit, wie gesagt, Schattenthemen, was ich hier gesagt habe, Themen aus der Vergangenheit, was euch auch hier ein bisschen betreffen. Wenn du Single bist, mein lieber Single, dann sehe ich auch hier eine Einladung, du wirst rausgehen, vielleicht mit Freunden. Ich sehe sehr viel Geselligkeit bei dir und ja, essen gehen oder irgendwas abends in eine Bar oder, ne? Auf jeden Fall da sehe ich auch, dass sich hier irgendwas tut. Aber hier, wenn du es nicht möchtest, sehe ich auch die Gefahr ziemlich groß, dass es hier rein auf eine Affäre ausläuft. Ne? Also da ein bisschen schauen. Ansonsten, wenn du sagst, hey, kein Thema für mich, stört mich jetzt überhaupt nicht, dann sehe ich hier, dann würde es heiß hergehen. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Wie gesagt, auch mit Wunschpartner und Partnerschaft, hier kommt wieder richtig Verbindung rein, hier kommt was in die Festigung, was jetzt hier auch länger einen Rückzug mit hatte. Ja, ups, das so rum haben wir sie. Dann habe ich nämlich hier auch noch den Gehängten für dich. Hört sich jetzt für den ersten Moment vielleicht ein bisschen an, ne? Ist es aber nicht. Der Gehängte sagt hier auch, hier wird es raus aus dem Stillstand gehen, was hier Stillstand gewesen ist, passt hier perfekt dazu. Raus aus dem Stillstand und auch wenn du zwischen zwei Stühlen stehst, hier. Entscheidung wird getroffen, du wirst für dein Herz hier auch entscheiden. Und hier ist auf jeden Fall auch, ja, du wirst ja auch loslassen. Du wirst loslassen, dich ablösen von Altem, auch diese Last, was hier betrifft, die Arbeit und diese ganzen Verpflichtungen, Verbindlichkeiten, dieses, was dir unwahrscheinlich viel Kraft raubt, wo du nicht so gesehen wirst, wie du wirklich bist, deine Leistung nicht anerkannt wird. Und davon wirst auch du dich hier lösen. Und du wirst dir für dich selbst auch immer so ein bisschen mal so deine Pause gönnen, weil du dir das nimmst, was dir gut tut. Und du sagst aber auch hier für dich, hey, so tragisch ist es nicht, weil du schaust nämlich gar nicht nach unten, weil du schaust nämlich nach vorne, na, wenn wir das hier so sehen. Und dann schaut es nämlich gar nicht mehr so tragisch aus. Und du sagst, okay, ich weiß ganz genau, was ich hier zu tun habe und es geht auf jeden Fall für dich alles in Ordnung. Also wie gesagt, hier geht es raus aus dem Stillstand auch. Hier, da kommt wieder Bewegung richtig rein. Also hier Bewegung, der Kreis schließt sich, schaut auf jeden Fall sehr schön aus. Meine lieben Löwen, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat November 2022 und alles Liebe für euch. Tschüss!